Von einseitigen Aposteln, einer Massenverköstigung und zurückgestellten Erholungen. Sonntagsimpulse. Gedanken zum Evangelium zu jedem Sonn- und Feiertag des Jahres mit Priestern der Petrusbruderschaft. Heute mit Pater Bernward Denecke. Liebe Zuhörer, wie unterschiedlich sind doch die Methoden der Verbreitung des Glaubens. Schauen wir auf zwei eifrige Apostel. Der erste hat eine Anzahl von Leuten zusammengetrommelt, die ihm zuhören. Er beginnt ihnen in vollen Touren zu predigen. Sein Eifer ist erstaunlich, aber maßlos. Er findet kein Ende mit seinen Ausführungen. Vor allem behält er seine Zuhörer nicht im Auge, denn diese sind deutlich überfordert, werden müde und hungrig, bekommen Kopfschmerzen, ziehen sich schließlich unter irgendwelchen Vorwänden zurück. Der zweite Apostel will die Sache anders aufziehen. Er kennt und beherzigt den Grundsatz Primum vivere, de inde philosophari, zu Deutsch, zuerst leben, dann philosophieren. Deshalb will er zunächst etwas für das leibliche Wohl seiner Zuhörer tun, bevor er ihnen mit höheren Dingen kommt. Es finden sich tatsächlich Menschen ein und nehmen die Verköstigung gerne an. Nach der Mahlzeit sind sie allerdings für langes Zuhören nicht zu haben und lassen ihre Müdigkeit erkennen. Es ist nun einmal so, wie es ein anderes lateinisches Sprichwort sagt, plenus venter non studet libenter. Voller Bauch studiert nicht gern. Unser Apostel macht noch einige zaghafte Versuche, seine geistliche Botschaft an den Mann zu bringen, doch die Leute ziehen sich dankbar abwinkend zurück. Die Darstellung unserer beiden Apostel ist zugegebenerweise etwas karikatural ausgefallen, aber so ganz aus der Luft gegriffen ist sie nicht. Es gibt sehr wohl den Typus des draufgängerischen Apostels. Er betrachtet die Menschen als Objekte für seine Bekehrungsunternehmungen. Durchdrungen von der Wahrheit, dass diese Menschen hier und jetzt durch ihn gerettet werden sollen, folgt er treu dem Grundsatz »nur die Seele sehen«. Aber er denkt nicht daran, dass Seelen hier auf Erden mit einem Leib verbunden sind und dass Leib wie Seele ihre spezifischen Bedürfnisse haben, dass außerdem beide von der Erbsünde in Mitleidenschaft gezogen sind. Er bemerkt gar nicht, wie sehr er die Menschen überfordert. Weil er nur die Seele sehen will, übersieht er, dass dieser leibhafte Mensch vor ihm einfach nicht mehr kann. Doch es gibt auch den entgegengesetzten Typus von Apostel. Er versteht sich in erster Linie als Sozialarbeiter, oft auch als Unterhalter, als Entertainer. Er bietet den Menschen, wie die alten römischen Kaiser ihrem Volk, Panem et Circenses, Brot und Spiele. Event und Action sollen sie anziehen und für die Botschaft des Glaubens zuerst einmal öffnen. Doch dabei bleibt es dann auch. Es war ein tolles Grillfest. Eine super Sacro-Disco, aber mehr eben auch nicht. Jesus reiht sich im heutigen Evangelium weder in die erste noch in die zweite Kategorie ein. Man könnte zunächst bei der Lektüre des Evangeliums meinen, er entspreche dem ersten Typus. Er verkündet ja den Menschen das Gottesreich, immerhin 3 Tage lang. Ist das nicht eine restlose Überforderung? Aber nein, der Meister sieht auch die sonstigen, leiblichen Bedürfnisse der Menschen. Mich erbarmt des Volkes. Schon 3 Tage harren sie bei mir aus und haben nichts zu essen. Wenn ich sie hungrig nach Hause gehen lasse, so werden sie auf dem Wege erliegen, denn manche von ihnen sind weit hergekommen. Dann wirkt er das Wunder. Durch diese Massenverköstigung und überhaupt durch die vielen sensationellen Zeichen, die er setzt, könnte man auf den Gedanken kommen, Jesus den Verkündigern der zweiten Art zuzuordnen. So wird er von denen verstanden, die ihn zum König erheben wollen. Das ist unser Mann, unter dem ist gut Leben. Aber es geht der wunderbaren Brotvermehrung eben die ausführliche Verkündigung voraus, wobei die Menschen ihm offensichtlich an den Lippen hingen und gar nicht genug davon bekommen konnten, sonst hätten sie sich ja längst zurückgezogen. 2 wichtige Wahrheiten können wir dem Evangelium demnach entnehmen. Zunächst ist da der Primat des seelischen Hungers.
In jedem Menschenherzen ist ein tiefes, starkes Verlangen nach dem wahren Leben in Fülle. Dieses zu bringen und dadurch den Hunger zu stillen, ist der Gottessohn gekommen. Er tut es mit größtem Erfolg. Hunderte, ja Tausende von Menschen sind bereit, ihm dafür an unbequeme, trockene, glühend heiße Orte zu folgen und tagelang zu lauschen. So groß ist der Hunger, so stark die Faszination, die ausgeht von den Worten dessen, der selbst das Wort der ewigen Wahrheit ist. Um dieses Verlangen zu stillen, stellt der Herr übrigens das eigene und das Verlangen der Jünger nach Ruhe und Erholung zurück. Im Markus-Evangelium erfahren wir, dass er sich gerade mit den Aposteln an einen stillen Ort zurückziehen wollte, um sich mit ihnen auszuruhen, als die Massen kamen. Und so wandte er sich denen zu und predigte ihnen. Aber das Evangelium zeigt zugleich die Notwendigkeit, auch die natürlichen menschlichen Bedürfnisse zu berücksichtigen. Jesus sorgt sich um den leiblichen Hunger seiner Zuhörer. Es ist das nicht der einzige Fall dieser Art. Denken wir nur daran, wie er nach der Erweckung der Tochter des Jairus sogleich die Anordnung gibt, man solle ihr etwas zu essen geben. Sein Blick umfasst eben die ganze Person. Er sieht die Bedürfnisse der Seele wie die des Leibes. Er fordert die Menschen, aber er überfordert sie nicht. Hierin sei er uns Vorbild. Wo immer wir uns für das Reich Gottes einsetzen und andere zu gewinnen suchen, im kleinen wie im großen Rahmen, sollen wir die geistlichen Bedürfnisse an die erste Stelle setzen, aber die natürlichen, leiblichen dabei nicht vergessen. So allein entspricht es dem menschgewordenen Gott und ist, statt einseitig, katholisch umfassend. Musik.